So, soweit die sachlichen Feststellungen. Wenn es jetzt keine Bedenken gibt, könnte man in die Tagesordnung einsteigen. Das ist der Fall. Dann rufe ich auf den Punkt 51, Antrag der Fraktion der FDP, Aktuelle Stunde. Hessen muss endlich Vorreiter für Vernunft in der Flüchtlingspolitik werden. Das ist 1967/71. Mit aufgerufen wird der Dringliche Antrag der Fraktion DIE LINKE, 1967/09. Der Dringliche Antrag der Fraktion der FDP, 1967/80. Der Dringliche Antrag der Fraktion der FDP, 1967/81. Der Dringliche Antrag der Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 1967/86. Und der Dringliche Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 1967/87. So, das langt jetzt, die Anträge. Dann darf ich zur Eröffnung der Debatte dem Kollegen René Rock das Wort erteilen, dem Fraktionsvorsitzenden der FDP. Seligenstadt, bitte. Das sagen die anderen immer, da deine Kollegen vorhat von Frau Schausen. Dann wird es auch stimmen. Bitte sehr, du hast das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Meine Fraktion hat zum aktuellen Thema gewählt, heute am Donnerstagmorgen die Frage, wie gehen wir um mit Flüchtlingen, die zu uns gekommen sind und sich gut integriert haben, und wie gehen wir mit Flüchtlingen um und welche Möglichkeiten haben wir als Staat, als Rechtsstaat mit Flüchtlingen umzugehen, die sich in unserem Land nicht so gut benehmen oder die auch keinen Recht haben, hier zu bleiben. Wir sehen da einen Zusammenhang, den auch man in der Bevölkerung erklären muss. Wir haben am Dienstag in der Regierungserklärung vom Ministerpräsidenten vieles gehört über die Frage des Zusammenhalts der Gesellschaft. Wir haben vieles gehört über die Institutionen unserer Gesellschaft, was uns stark macht und was uns schwächt. Ich habe in meiner Erwiderung auf die Rede des Ministerpräsidenten gesagt, ja, Reden ist gut, Haltung ist gut, aber Handeln ist noch besser. Wir haben jetzt hier an ganz konkreten Fällen oder an zwei ganz konkreten Beispielen die Möglichkeit darzustellen, wie stehen wir denn zur Flüchtlingspolitik? Was ist unser Ansatz? Wir haben aus meiner Sicht einen sehr pragmatischen Ansatz, einen sehr vernünftigen Ansatz. Wir wissen, dass wir ein Problem haben mit Bandenkriminalität. Wir wissen, dass wir eine Häufung haben von Migranten aus gewissen Ländern, was die Kriminalität angeht. Dort gibt es statistisch gesehen, nicht einfach gefühlt, emotional, statistisch gesehen eine Häufung. Wir wissen auch, dass wir in diese Staaten wie z.B. Tunesien in Urlaub fahren können. Es ist, glaube ich, auch keinem Bürger mehr zu erklären, warum man in solche Länder nicht auch Menschen abschieben kann, die sich hier in unserem Land nicht vernünftig benehmen. Das ist nicht erklärbar. Man kann ja in dem berühmten Beispiel Semi A sehen, wie in Tunesien mit solchen Menschen umgeht, die unter dem Verdacht des Terrors stehen, die dort beobachtet werden, die dort verhört werden, die dort Teil eines Ermittlungsverfahrens sind. Wir sehen das, wir erleben das. Darum ist es für uns zwingend, dass wir die Maghreb-Staaten zu sicheren Drittstaaten erklären. Das ist zwingend. Wir können, und ich kann es nicht verstehen, dass das nicht längst passiert ist. Dass das nicht längst passiert ist, damit dass wir Menschen, die hier in unser Land kommen, unsere Gesellschaft eigentlich für schwach und ablehnenswert, unsere Werte für falsch und überholt halten, dass wir diese Menschen nicht abschieben können. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Dass wir unseren eigenen Rechtsstaat zerlegen wegen Menschen, die unsere Gesellschaft und unsere Werte ablehnen, nur weil wir nicht in der Lage sind, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Und das sind wir als Parlamentarier in der Verantwortung im Bundesrat oder im Bundestag in der Verantwortung, die Voraussetzungen endlich zu schaffen.
Und wenn man sich die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat anschaut, ist Hessen in ganz besonderer Verantwortung. Da brauchen wir ein klares Bekenntnis dafür, dass wir entscheiden wollen, Herr Ministerpräsident. Zeigen Sie Führung und sorgen Sie dafür, dass Hessen hier eine klare Haltung hat. Aber dann gibt es einen zweiten Teil, den unsere Bürger nicht verstehen. Wir alle wissen, wie schwierig es ist, wenn man in ein fremdes Land kommt, dass man am Arbeitsmarkt teilnehmen kann, dass man sich integriert. Das wissen wir alle. Das wissen wir aus Statistiken. Da spricht die Arbeitsverwaltung von fast 7 Jahren, die man braucht. Und jetzt gibt es ganz viele Flüchtlinge, die der Beweis dafür sind, dass es anders geht. Die haben sich engagiert, die haben sich integriert, die respektieren unsere Werte, die arbeiten in unserem Land und verdienen ihren Lebensunterhalt, die brauchen keine Sozialhilfe. Die haben etwas geschafft, was außergewöhnlich ist. Und darum muss man diesen Flüchtlingen, die herkommen, unsere Wertschöpfung stützen und auch wichtige Berufe ausüben, die vielleicht von uns gar keiner mehr machen will. Denen müssen wir doch auch ein Angebot machen, wenn sie sich anstrengen, hierher zu bleiben. Das ist doch nur vernünftig, das ist pragmatisch. Und darum ist es auch wichtig, dass diese Landesregierung auch sagt, wir sind für den Spurwechsel, das muss Flüchtlinge, die sich gut integriert haben und ihren Lebensunterhalt hier verdienen, die dürfen hier bleiben. Und darum, Herr Ministerpräsident, liebe Landesregierung, liebe Fraktionen, die Landesregierung tragen, wenn Sie Handlungsfähigkeit beweisen wollen, dann machen Sie pragmatische Politik, die bei unseren Bürgern erklären kann. Die, die hier nicht, die unser Land verachten, die unsere Institutionen versuchen lächerlich zu machen, die uns auf der Nase rumtanzen, die müssen auch zurückgeschickt werden können. Und die, die sich hier einbringen, denen müssen wir ein Angebot für Integration machen. Das versteht jeder Bürger in unserem Land, und das müssen Sie. Lieber Kollege René Rock, vielen Dank. Vielen Dank, René Rock. Das Wort hat der Abg. Boddenberg, Fraktionsvorsitzender der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Herr Kollege Rock, ich stelle Ihnen eine Frage, nämlich die Frage, ob Sie es wirklich für angemessen halten, dass wir in einer Aktuellen Stunde mit 5 Minuten Redezeit zwei so hochkomplexe Bereiche der Asyl- und Arbeitsmarktpolitik zusammenführen. Ich bin der Meinung, das ist völlig unangemessen. Sie haben alles reingerührt, was Ihnen gerade so eingefallen ist, von Sami A. bis hin zu kriminellen Menschen, die zu uns gekommen sind und des Landes verwiesen werden müssen. Über das eigentliche Thema Fachkräfte haben Sie eigentlich gar nicht gesprochen, außerdem, dass Sie, wie ich finde, völlig offenkundig nur noch einmal kurz vor einer Wahl ein paar Punkte sammeln wollen. Ich sage Ihnen, das wird Ihnen nicht gelingen. Wir haben es mit zwei, wie gesagt, sehr komplexen Themenverhalten zu tun. Und ich will sagen, ich glaube, es ist völliger Konsens, dass wir weiter schneller werden müssen in der Abarbeitung von Asylverfahren. Das gelingt übrigens in Gießen, das kann man nachschauen, in, wie ich finde, hervorragender Art und Weise. Und insofern hat Hessen hier, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür gemacht, dass wir mit dem zurzeit vorhandenen rechtlichen Instrumentarium agieren können, wenngleich, da bin ich ja völlig bei Ihnen, wir über weitere Dinge, beispielsweise über weitere sichere Herkunftsstaaten, reden können. Und Sie wissen natürlich auch, dass es dazu unterschiedliche Auffassungen gibt. Und es gute Argumente dafür gibt, da ist die CDU auch dabei, aber auch durchaus, ich finde, den berechtigten Anspruch in dieser Debatte gibt, dass das Individualrecht auf Asyl ein weiterhin wichtiger Kernbestandteil unserer Verfassung und unserer Gesellschaft ist. Und das zusammenzuführen, ist Aufgabe von uns allen, eine gesellschaftliche und vor allen Dingen politische Aufgabe. Und ich gehe davon aus, dass der Bund sich entsprechend bewegen wird, weil auch der Bund, die Bundestagsfraktionen der CDU, CSU und SPD das wissen. Und dann wird entschieden, und nicht jetzt einmal so kurz in einer 5-minütigen Rede zur Aktuellen Stunde. Sie haben das Thema Fachkräftemangel angesprochen. Herr Kollege Hahn, wir haben doch zu der Zeit, als wir beide im Kabinett saßen, das Thema rauf und runter gehabt, und wir haben es bis heute. Wir haben eine Fachkräftekommission, die sich mit den Ressourcen beschäftigt hat, die wir national haben, aber auch die wir international, insbesondere im europäischen Ausland, haben. Und es ist völlig unbestritten, Herr Kollege Hahn, dass wir auch darüber hinaus Menschen aus Drittstaaten möglich machen müssen, dass sie hierher kommen. Aber ich finde, wir müssen Acht geben, dass wir nicht mit falschen Begrifflichkeiten operieren und falsche Signale senden. Und wir sind halt der Auffassung, dass der Begriff Spurwechsel in dem Zusammenhang problematisch ist. Es hat
Argumente gegeben in den letzten Jahren, dass ein Handyfoto mit der Bundeskanzlerin dazu geführt hat, dass Menschen zu uns gekommen sind. Welches Signal geht von dem Begriff Spurwechsel aus, der möglicherweise eben auch fehlinterpretiert, von Schleusern missbraucht wird, um Menschen zu sagen, geh mal dorthin, stellen einen Antrag, und wenn das nicht klappt, dann versuchen wir es mal auf andere Weise. Ich finde, wir sollten hochsensibel schon alleine mit Begrifflichkeiten umgehen. Insofern will ich als Letztes sagen, in 5 Minuten geht halt nicht mehr. Wir haben heute schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Ich finde es gut, dass der Bund, die Bundestagsfraktionen von CDU, CSU, SPD in der Großen Koalition im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dass man ein Fachkräftezuwanderungsgesetz auf den Weg bringt. Ich bin ja bei Ihnen, dass das, was wir heute haben, möglicherweise noch Regelungsbedarf hat. Aber ich bin nicht bei Ihnen. Ich bin nicht bei Ihnen. So zu tun, als könne man mit Asylbewerberinnen und Asylbewerbern das Arbeitsmarktproblem der Bundesrepublik Deutschland lösen. Ich will das sehr deutlich sagen. Gestern Abend zu später Stunde war in ganz anderem Zusammenhang der Chefvolkswirt der Deutschen Bank im Fernsehen zu sehen. Dieser gleiche oder selbe Chefvolkswirt der Deutschen Bank hat 2015 einmal erklärt, das sei ein großer Glücksfall, dass 1 Million Menschen zu uns gekommen sind, und hat damit einen Eindruck erweckt, dass die alle sofort und relativ schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Das ist nicht so, wie wir alle wissen. Trotzdem will ich als Allerletztes sagen, wir haben dort auch und gerade in Hessen viel erreicht. Und eine der Dinge, die ich vorgestern schon ebenfalls in der Regierungserklärung oder nach der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten angesprochen habe, ist, ich freue mich, dass wir in Schritten vorankommen, dass 15.000 Menschen, die zu uns gekommen sind, heute in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen sind. Das ist Teil von vernünftiger Politik. Das ist Ergebnis des Asylkonvents, bei dem wir alle gemeinsam mit Wirtschaft, mit Gewerkschaften, mit Kirchen, mit Hilfsorganisationen uns dieser großen Problematik zuwenden. Und insofern, meine Damen und Herren, brauchen wir Sie nicht, wenn es um die Frage geht, vernünftige Asylpolitik zu gestalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Boddenberg. Der Kollege Rock wollte Ihnen eine Frage stellen, aber das könnt ihr ja nebeneinander. Macht es jetzt so, sitzt ihr beieinander. Gut. Dann kommt als nächste Rednerin die Frau Kollegin Faulhaber, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die FDP fordert in ihrem Antrag, jetzt zitiere ich, Hessen muss endlich Vorreiter für Vernunft in der Flüchtlingspolitik werden, für Spurwechsel und sichere Herkunftsstaaten. Jetzt mag Sie das überraschen, aber das fordern wir auch. Nur dass wir etwas ganz anderes darunter verstehen als die FDP. Wir reden von Vernunft in der Flüchtlingspolitik, wenn Fluchtursachen vermieden werden. Und dazu gehört ein Verbot von Waffenexporten, keine Auslandseinsätze der Bundeswehr und keine faire Wirtschaftspolitik zwischen den Ländern. Und auch wir wollen sichere Herkunftsstaaten, also Länder, in denen die Lebensbedingungen die Menschen nicht zur Flucht zwingen. Zur Vernunft in der Flüchtlingspolitik gehören auch sichere Fluchtwege, menschenwürdige Aufnahmebedingungen und Integrationsmöglichkeiten von Anfang an. Und auch mit dem Spurwechsel können wir uns anfreunden, nämlich weg von der andauernden Verschärfung des Asylrechts. Die FDP hingegen bezweckt mit ihrer Forderung nach sicheren Herkunftsstaaten ja etwas anderes, nämlich sie will die Liste der sicheren Herkunftsstaaten um weitere Länder erweitern. Und das haben Sie sehr undifferenziert getan, Herr Rock. Zur Erinnerung. Das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten wurde in den 90er-Jahren als sogenannter Asylkompromiss eingeführt. Damals war die gesellschaftliche Stimmung ähnlich rassistisch aufgeladen wie jetzt. Es gab die rechten Pogrome in Mölln und Solingen. Das Konzept bedeutet, dass der Gesetzgeber Staaten, bei denen er der Auffassung ist, in ihnen drohe keine politische Verfolgung, per Beschluss als sicher definieren kann. Das hat weitreichende Folgen auf die Asylsuchenden aus diesen Ländern. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, Herr Rock. Stellen Sie sich einen Journalisten vor, der über die Demonstrationen für soziale Rechte im Jahr 2017 in Marokko berichtet hat, deswegen festgenommen wurde, in der Haft Folter erleiden musste und es irgendwie dann nach Deutschland geschafft hat und hier Asyl beantragt. Er würde hier in eine besondere Aufnahmeeinrichtung kommen und würde einem Arbeitsverbot unterliegen. Zugang zu Deutsch- und Integrationskursen würde nicht bestehen. Denn das sind die Lebensbedingungen in Deutschland für Flüchtlinge.
aus den sogenannten sicheren Herkunftsländern. Sein Asylantrag würde in einem verkürzten Eilverfahren geprüft und voraussichtlich als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Denn durch die Einstufung als sicheres Herkunftsland gilt die Regelvermutung, dass es in Marokko keine Verfolgung gibt. Nun hätte dieser Journalist eine Woche Zeit, um jemanden zu finden, der ihm den Ablehnungsbescheid übersetzt und erklärt, und um einen Anwalt zu finden, der innerhalb dieser Woche einen Widerspruch einlegt. Diese Rechtsmittelfrist von einer Woche ist die kürzeste im ganzen Verwaltungsrecht. Wenn die Behörde dem Widerspruch nicht stattgibt, hat er eine weitere Woche Zeit, um Klage einzureichen, dies allerdings ohne aufschiebende Wirkung. Er kann trotz der laufenden Klage nach Marokko zurückgeführt werden, von wo aus dann angeblich das Verfahren irgendwie weiter betreiben könnte, was meistens nicht geht. Meine Damen und Herren, seien wir ehrlich, durch das Konstrukt der sicheren Herkunftsstaaten wird das Asylrecht für Menschen in diesen Staaten faktisch abgeschafft. Mit rechtsstaatlichen Verfahren und Einzelfallprüfungen hat das gar nichts zu tun. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass manchmal einer kriminell wird. Das ist eine ganz andere Sache. Das ist ein Konstrukt, das unvereinbar ist mit dem individuellen Recht auf Asyl. Meine Damen und Herren, es gibt auch einen konkreten Anlass, sich über dieses Konstrukt Gedanken zu machen. Nämlich Ende dieses Monats muss die Hessische Landesregierung Stellung beziehen, wie sie zum Grundrecht auf Asyl steht. Denn in der nächsten Sitzung des Bundesrats wird erneut über die Einstufung von Marokko, Tunesien, Algerien sowie Georgien als sichere Herkunftsstaaten entschieden. Die Bundesregierung möchte trotz der Berichte über Verfolgung, Folter, Verbrechen gegen die Menschenrechte so etwas wie alternative Fakten schaffen und diese Länder als sicher einstufen. Zur Bedrohungslage können Sie aber nachlesen im Länderbericht von Amnesty International, aber auch in den Herkunftsländerleitlinien des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge selbst. Meine Damen und Herren, ein Land wird nicht zum sicheren Herkunftsland, weil man beschließt, es sei sicher. Schon vor anderthalb Jahren hat die Bundesregierung versucht, Marokko, Algerien und Tunesien zu sicheren Herkunftsländern zu erklären und ist damit zum Glück am Bundesrat gescheitert. Daran hatte auch Hessen einen Anteil, denn sie haben sich damals enthalten. Und wir möchten heute darauf dringen, auch dieses Mal nicht zuzustimmen, sondern das Asylrecht zu verteidigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Faulhaber. Das Wort hat der Abg. Matthias Wagner, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir sollten bei einem sensiblen Thema auch darauf achten, wie wir mit Sprache umgehen und was wir hier für Aussagen treffen vom Redepult. Der Kollege Rock hat in seiner Rede von der Zerlegung unseres Rechtsstaates gesprochen. Unser Rechtsstaat zerlegt sich nicht, Herr Kollege Rock. Unser Rechtsstaat funktioniert. Und er funktioniert besonders dann, wenn Minister der FDP in Nordrhein-Westfalen ihn durch ein gefühltes Rechtsempfinden ersetzen wollen, Herr Kollege Rock. Wir sollten sensibel damit umgehen, welche Aussagen wir treffen. Die Aktuelle Stunde der FDP ist damit überschrieben, Hessen muss endlich Vorreiter für Vernunft in der Flüchtlingspolitik werden. Herr Kollege Rock, ich finde, es ist eine unglaubliche Ignoranz dieser Titel demgegenüber, was in den vergangenen drei Jahren seit dem Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung in unserem Land von vielen Ehrenamtlichen, von vielen Hauptamtlichen und ja auch von dieser Regierung geleistet wurde, Herr Kollege Rock. Kollege Wagner, gestatten Sie? Nein, Sie gestatten nicht. Weiter. Es ist eine unglaubliche Ignoranz, wenn Sie hier den Eindruck erwecken wollen, es herrsche keine Vernunft in der Flüchtlingspolitik. Darf ich Ihnen in Erinnerung rufen, was wir in diesen drei Jahren in diesem Land, was viele Menschen in diesem Land geleistet haben? Wir haben es geschafft, dass keiner der Menschen, die zu uns gekommen sind und Asyl beantragt wurde,
obdachlos geworden ist. Zu keinem Zeitpunkt, selbst bei den größten Zahlen, die wir hatten, haben wir das geschafft. Und andere Bundesländer zeigen, dass das keine Selbstverständlichkeit war. Und es zeigt, wie vernünftig wir hier in Hessen mit diesem Thema umgegangen sind. Wir haben mit großem Aufwand die Sprachförderung an unseren Schulen ausgebaut. Viele Lehrerinnen und Lehrer mit riesigem Engagement haben anfangs buchstäblich mit Händen und Füßen und Gesten die Menschen, die zu uns kamen, willkommen geheißen, haben ihnen die deutsche Sprache beigebracht, weil es eben um eine vernünftige Flüchtlingspolitik in diesem Land geht. Wir haben uns von Anfang an und intensiv und vernünftiger als andere um die Integration in den Arbeitsmarkt und in Ausbildung gekümmert, Wirtschaft integriert, Sozialwirtschaft integriert. In Hessen sind ein Drittel der Flüchtlinge in festen Jobs. Da kann man doch nicht davon reden, es sei keine vernünftige Flüchtlingspolitik, die hier gemacht würde. –4,4 % aller Ausbildungsverträge in Hessen wurden mit Flüchtlingen geschlossen, weil wir uns auch bei den jungen Menschen von Anfang an um die Integration in Ausbildung und Arbeit gekümmert haben, bundesweit nur 3 %. Wir waren es maßgeblich als Hessische Landesregierung, die die 3-plus-2-Regelung im Bund auf den Weg gebracht haben, also dass Flüchtlinge eine Ausbildung machen können und danach 2 Jahre beschäftigt werden können, damit die Menschen und die Arbeitgeber Sicherheit haben. Das ist doch alles Ausdruck einer vernünftigen Flüchtlingspolitik, Herr Kollege Rock. Und ja, der Spurwechsel, wie Sie ihn nennen, über Begriffe kann man immer reden, ist sinnvoll. Ist sinnvoll. Weil es macht keinen Sinn, dass wir im Ausland nach Fachkräften suchen und die Fachkräfte, die wir vielleicht schon im Land haben und die gut integriert sind, wieder nach Hause schicken. Das macht einfach keinen Sinn. Und deshalb sollten wir darüber reden, wie wir beides zusammenbringen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, wir dürfen in dieser Debatte, und darauf hat Kollege Boddenberg völlig zu Recht hingewiesen, die Grenzen zwischen Asylrecht und Einwanderungsrecht eben nicht vermischen. Eben nicht vermischen. Da müssen wir aufpassen. Das Menschenrecht auf Asyl darf sich niemals am Fachkräftebedarf der Bundesrepublik Deutschland orientieren. Darf sich niemals am Fachkräftebedarf der Bundesrepublik Deutschland orientieren. Und umgekehrt darf das Einwanderungsrecht niemals das Menschenrecht auf Asyl ersetzen. Und deshalb ist es richtig, worauf Kollege Boddenberg hingewiesen hat. Wir müssen auch in diesem Bereich sensibel mit Sprache umgehen, kluge Lösungen finden und das weitermachen, was wir hier in Hessen tun, eine vernünftige Flüchtlingspolitik. Herzlichen Dank, Kollege Wagner. Das Wort hat der Abg. Thorsten Schäfer-Gümbel, Fraktionsvorsitzender der SPD. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! In der Tat ein Thema, das nicht nur hohe Sensibilität erfordert, sondern in der Tat auch erfordert, dass man die Sachen voneinander trennt. Es geht in dieser Debatte um Haltung, es geht um Sache, aber am Ende auch um taktische Aufstellung. Ich will zunächst zum Inhalt etwas sagen. Es geht in der Tat, da bin ich sehr bei Herrn Wagner, um die Trennung der beiden Großthemen politische Verfolgung und Grundrecht auf Asyl auf der einen Seite und Arbeitsmigration auf der anderen Seite. Ich will für meine Fraktion und auch für eine qualifizierte Minderheit in meiner Partei sagen, dass die Einführung des Konstrukts der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten bei der Änderung des Artikel 16a Grundgesetz Anfang der 1990er Jahre nach wie vor mit viel Unbehagen begleitet wird. Es gibt ein hohes Unbehagen gegen diese Konstruktion, weil es immer wieder Sorge gibt, dass diese Konstruktion auch missbraucht wird. Und den Eindruck kann man ja bei der einen oder anderen Debatte bekommen. Ich will offen gestehen, dass ich zu dieser Minderheit gehöre. Dennoch werbe ich im konkreten Fall
abermals wie in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens für die Anwendung des 16a bezogen auf die Länder Marokko, Tunesien, Algerien und auch Georgien. Dies hat etwas mit der Sache zu tun. In dem aktuellen Bericht des Bundesamtes für Migration für den Bereich oder für den Zeitraum 01.01.2018 bis zum 30.08.2018 wird Folgendes ausgewiesen. Aus Algerien kommen 1.164 Menschen, die nach Artikel 16a null Anerkennung haben. Nach Asylgesetz § 3 Absatz 1 9 und sogenannten subsidiären Schutz ebenfalls 9 bekommen. Für Marokko sind es 993 Menschen, davon einer nach 16a anerkannt, und zwar sowohl im ersten wie im zweiten Verfahren. Das hätte ich vielleicht gleich dazu sagen müssen. 26 Personen nach § 3 Absatz 1 und 5 subsidiärer Schutz. Für Tunesien 478 Menschen, davon 3 anerkannt nach 16a, 4 nach § 3 Absatz 1 Asylgesetz und 5 subsidiärer Schutz. Und für Georgien 4.121, davon 2 Anerkennungen nach 16a, 6 nach Asylgesetz und 8 mit subsidiärem Schutz. Ich will dazu sagen, dass anders als die Linkspartei es hier formuliert, der 16a und das Konstrukt der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten ausdrücklich nicht den individuellen Grundrechtsschutz nach 16 Grundgesetz streicht. Er beschleunigt das Verfahren, und es gibt trotzdem und ausdrücklich eine individuelle Prüfung. Ich will dazu sagen, dass insbesondere die Kompetenz der Entscheider im Bundesamt für Migration dabei entscheidend ist bei dieser Prüfung. Und darauf müssen wir einen besonderen Blick richten. Aber mit Blick auf die eindeutigen Zahlen spricht aus meiner Sicht vieles dafür, im konkreten Fall auch mit Blick auf das Thema Anerkennung und Akzeptanz in der Gesamtgesellschaft für Fragen des Artikel 16 Grundgesetz, die mir persönlich in meiner politischen Biografie immer besonders wichtig waren, vieles. Und die Zahlen, glaube ich, haben das eindrucksvoll unterstrichen. Übrigens, die Zahlen aus dem Jahr 2017, 2016, 2015 sind kein Deut anders. Wir wissen beispielsweise, dass bezogen auf die Maghreb-Staaten insbesondere die Frage der Verfolgung aus sexuellen Gründen eine sehr große Rolle spielt. Zweitens geht es um Arbeits- und Sozialmigration und um die Bekämpfung von Fluchtursachen. Und da ist der Spurwechsel in der Tat eines der wichtigen und entscheidenden Themen. Wir wissen, dass die Union sich damit besonders schwer tut, aus den unterschiedlichsten Gründen, vor dem Hintergrund der Verwerfung. Ich glaube, dass es richtig ist, Menschen, die hier in Ausbildung sind, die nachgewiesen haben, dass sie sich integrieren, ihnen auch eine Chance zu geben, hier zu bleiben. Und deswegen muss man die Sachen voneinander ordentlich trennen. Und in der Tat, 5 Minuten reichen nicht ganz, um das angemessen zu diskutieren. In den letzten 20 Sekunden will ich allerdings noch etwas zur taktischen Aufstellung vor dem 28. Oktober sagen. So sehr ich damit hadere, werbe ich dafür, dieses Gesetz, wenn es denn kommt, auf den Weg zu bringen. Ich habe heute Morgen allerdings in Rücksprache mit meiner Bundestagsfraktion zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Führung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion ausdrücklich darum gebeten hat, dass der Gesetzentwurf vor dem 28. Oktober 2018 nicht in den Deutschen Bundestag eingebracht wird. Das nehme ich zur Kenntnis. Und das ist ein Teil des Problems, Herr Boddenberg, wenn wir über Flucht und Migration reden, dass zu viel Taktik die entscheidenden Fragen bestimmt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Schäfer-Gümbel. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Frage der taktischen Aufstellung die könnte man ja auch bei der ein oder anderen sonstigen Aktuellen Stunde, die hier gleich noch zu beraten ist, auch noch stellen. Da fällt das sozusagen das Argument, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, unmittelbar wieder zurück. Aber ich will
mich zu den beiden Punkten zumindest kurz auch für die Hessische Landesregierung äußern. Ich bin sehr dankbar, dass ja schon Koalitionsredner darauf hingewiesen haben, dass wir bisher die Flüchtlingspolitik im Lande Hessen nicht nur vernünftig, sondern auch sehr sachangepasst gemacht haben. Wir sind da insgesamt sehr stolz. Das haben wir hier auch mehrfach ausgeführt, dass es uns gelungen ist, dass wir so viele Menschen in unserem Land aufgenommen haben, ohne dass wir erstens damals Obdachlosigkeit trotz hoher Zugangszahlen zu beklagen hatten, und zum anderen, dass uns die Prozesse der Aufnahme in die Gesellschaft und der Integration mit unseren Maßnahmen immer besser gelingen und gelungen sind. Lassen Sie mich aber gleichwohl zu dem Thema Spurwechsel ein paar wenige Ergänzungen machen. Es ist richtig, wie die Kollegen Wagner und Boddenberg ausgeführt haben, dass wir uns davor hüten sollten, das Thema Erwerbsmigration und das Thema ungesteuerte Zuwanderung, Asylrecht, Aufnahme nach Asylrecht eben nicht miteinander vermischen sollten. Es ist in der Tat so, ich finde, Kollege Wagner, Sie haben das sehr richtig zusammengefasst, das eine darf sozusagen nicht vom anderen abhängen und umgekehrt. Das sind unterschiedliche Sachverhalte, die müssen unterschiedlich behandelt werden. Deswegen ist es, glaube ich, richtig, dass wir dort sehr, sehr klug miteinander umgehen und die Fragen für die Zukunft auch sehr, sehr klug lösen. Weil man darf ja nicht vergessen, dass wir uns schon ein bisschen davor hüten müssen, dass wir falsche Signale aussenden sozusagen in die Welt, wenn es am Ende egal ist, auf welchem Ticket Erwerbsmigration oder Asyl, mit welchem Ticket man nach Deutschland gekommen ist. Hauptsache, man ist nach Deutschland gekommen, dann kann man hier bleiben. Ich glaube, das wäre ein Signal, das dazu führen würde, dass wir wieder größere Sorgen hätten in unserem Land. Größere Sorgen hätten in unserem Land. Und deswegen, glaube ich, sind wir klug beraten, dass wir das auseinanderhalten. Und ich will Ihnen sagen, meine Damen und Herren, wir haben ja an einer Stelle, glaube ich, schon einen wichtigen Impuls gesetzt. Und das waren ja wir aus Hessen heraus, beziehungsweise wir gemeinsam mit Baden-Württemberg. Unsere Ministerpräsidenten Bouffier und Kretschmann haben ja diese 3-plus-2-Regelung ja sozusagen förmlich mit auf den Weg gebracht und haben dort eine gute Antwort gegeben, dass wir qualifizierten jungen Leuten die Möglichkeit geben, dass sie eben im Rahmen der 3-plus-2-Regelung hier eine entsprechende Ausbildung machen können und dann eben auch im Interesse der Flüchtlinge, aber eben auch im Interesse der Unternehmen dann hier auch zunächst arbeiten können. Darüber hinaus, meine Damen und Herren, glaube ich, ist es klug, wenn wir uns das Fachkräftezuwanderungs- oder Fachkräfteeinwanderungsgesetz anschauen. Wir werden uns über die Frage von der Anerkennung der Abschlüsse, um mal vielleicht noch einmal ein fachliches Argument zu dem Thema Erwerbsmigration zu bringen, wir werden uns um dieses Thema Anerkennung von Abschlüssen auseinandersetzen müssen. Ich finde, dass wir, wenn es um das Thema Erwerbsmigration geht, uns darüber Gedanken machen sollten, welchen Beitrag leistet denn eigentlich die Wirtschaft in unserem Lande dafür, dass wir diese großen, dass wir einmal Erwerbsmigration zulassen, aber auf der anderen Seite damit natürlich einhergehen Integrationsprobleme oder Aufwendungen usw. So ich finde, dass man die Wirtschaft dort an dieser Stelle durchaus einmal mit ins Boot nehmen müsste. Und vielleicht ist es sogar klug, dass wir die Strukturen und die Institutionen der Wirtschaft dafür nutzen. Wir haben Auslandshandelskammern usw. So ich finde, dass dort, wenn man es fachlich wirklich diskutieren wollte, Herr Kollege Rock, dass da noch eine Menge drin liegt, was nur über die Begrifflichkeit des Spurwechsels hinausgeht. Die Frage Erwerbsmigration in unserem Land ist mehr als ein Begriff, den Sie hier gerade eben eingeführt haben, meine Damen und Herren. Zum Thema sichere Herkunftsstaaten will ich Ihnen nur sagen, dass selbstverständlich die Hessische Landesregierung dort sich, wenn sie dazu gefragt ist, im Bundesrat entsprechend auch positionieren wird. Sie kennen die unterschiedlichen Gesichtspunkte, die man anlegen kann, sich dort einzulassen. Wir werden das klug und bedacht machen, wenn es im Bundesrat aufgerufen wird, wie Sie das von uns kennen. Vielen Dank.
Herr Minister, herzlichen Dank. Die Debatte ist beendet. Wir kommen zu den Abstimmungen. Wir haben 5 Anträge abzustimmen. Ich rufe zunächst auf Punkt 28, Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE, 19-6709. Wer stimmt zu? Die Fraktion DIE LINKE und die Frau Öztürk. Wer stimmt dagegen? Das übrige Haus. Damit ist der Antrag abgelehnt. Dann kommt Tagesordnungspunkt 60, Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP, 19-6780. Wer stimmt zu? Die FDP. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, LINKE und die Frau Öztürk. Wer enthält sich? Die SPD. Damit ist dieser Antrag ebenfalls abgelehnt. 61, Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP, 19-6781. Wer stimmt zu? Die FDP, die SPD, LINKE und die Frau Öztürk. Wer ist dagegen? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Damit ist der Antrag abgelehnt. Dann kommt der Tagesordnungspunkt 66, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 19-6786. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das übrige Haus. Dann ist der Antrag beschlossen. Dann kommt noch 67, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 19-6787. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? FDP, DIE LINKE. Wer enthält sich? Die Frau Kollegin Öztürk. Damit ist dieser Dringliche Antrag beschlossen.